Hallo zur neuen Folge 7 Meter. Wir sind heute zu Gast in Göppingen und wir starten natürlich auch mit einem Göppinger und zwar einem Urgestein. Tim Knäule spielt seit 2006 für Frisch auf und für uns hat er seine Traumsieben rausgesucht. Ich bin Tim Knäule, ich bin Handballspieler bei Frisch auf Göppingen. Bin auf der Mitteposition zu Hause und bin dementsprechend auch der Spielgestalter von Frisch auf Göppingen. Im Tor steht bei mir Matthias Andersen, der natürlich aufgrund seiner Erfahrung und seiner Karriere extrem gut gespielt hat und hat immer wieder Spiele für sich entschieden, hat auch Spiele gegen uns so gut gespielt, dass wir schon am Verzweifeln waren. Ja, auf der Linksaußenposition habe ich Lars Christiansen mir auserwählt, der auch sehr, sehr lange in der Bundesliga gespielt hat und auch ein sehr konstanter Spieler war in der Hinsicht. Und ja, es war einfach auch ein überragender Linksaußen. Ja, Rückraum links ist bei mir Domagoj Duvniak vom THW Kiel. Er ist ein Halblinker, der extrem fokussiert auf dem Spielfeld, der, wenn es dann auch mal eng wird, die Verantwortung auf sich nimmt. Und von dem her, das ist meine Person auf Halblinks. Auf der Mitte habe ich Stefan Löfgren, der Spielgestalter vom THW Kiel aus der vergangenen Zeit. Er hat natürlich das Spiel sehr intelligent gestaltet und das war natürlich auch so ein Stück weit auch mein Anspruch, dann auch die Spielweise ein Stück weit zu übernehmen. Aber das ist natürlich ein Spieler, den kann man nicht so einfach kopieren. Rückraum rechts bin ich beim Schweden gelandet, Kim Andersen, der meines Erachtens, was die Torgefährlichkeit angeht, ein überragender Spieler war, der dann immer wieder auch den freien Mann auf die langen Pässe nach außen gesehen hat, die Pässe zum Kreis gesehen hat und auch die unglaublichen eigentlich No-Look-Pässe von halb zu halb perfekt drauf hatte. Rechts außen ist aktuell ein Spieler auf, bei den Füchsen Berlin, Hans Lindberg, der soweit ich weiß, eigentlich jede Saison konstant seine über 100 Tore schießt. Was 7 Meter angeht, was die Außenposition angeht, ist er da, glaube ich, sehr, sehr konstant. Und ja, das ist die Person, die ich gerne in meiner Traumsieben habe. Am Kreis habe ich Markus Alm. Aufgrund seiner Statur und seinem Auftreten damals auf dem Spielfeld, wie ein Baumstamm eigentlich dastand und man konnte eigentlich rütteln und tun, was man wollte, aber man hat ihn irgendwie gefühlt einfach nicht vom Fleck bekommen und ja, das ist mein Kreisläufer. Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe von 7 Meter eine neue Club-Challenge. Der nächste Verein versucht sich daran, unsere Reifen zu treffen. Auf die Plätze, fertig, los! Juri, sicher nicht so viele Treffer wie oft. Woran hat es gelegen? Ja, lief dann doch nicht so, ja, wie wir es uns vielleicht ausgemalt haben. Wir haben es ja so ein bisschen vorher geübt und ja, beide haben es mal probiert. Aber ja, als die Kamera dann an war und der Wettkampf losging, ja, lief es nicht so gut. Aber mein Gott, wir haben wenigstens keine Nullerrunde absolviert und deshalb ist es noch ganz in Ordnung. Also trotzdem ein klein bisschen Zufriedenheit? Klein bisschen auf jeden Fall. Geht immer mehr, aber war in Ordnung. Hat er ganz gut gemacht. Naja. Zumindest mit ihrer Zeit können Juri Knorr und Max Starr zufrieden sein, denn bisher war kein Team schneller als die beiden Mindener. Mit 2 Treffern reicht es aber dann doch nur zum 11. Platz in unserer Club-Challenge-Wertung. Weiter geht's mit unserem Insta-Check, also Handys raus und vorbeischauen bei Marius Steinhauser. Der Flensburger zeigt euch sein Profil.
Hallo liebe Fans der Ligue Vimoli HBL, ich bin Marius Steinhauser von der SG Flensburg-Handewitt. Ich habe zuvor bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, von 2012 bis 2017. Jetzt hier meine dritte Saison in Flensburg im hohen Norden. Ich habe noch Vertrag bis 2023 und heute nehme ich euch mal mit auf meinem Instagram-Profil steini19 und wir durchforsten mal meine Insta-Welt. Dieses Foto ist sehr emotional für mich. Das war 2014. Da habe ich mein Comeback gegeben beim Abschiedsspiel von Oliver Rockig gegen die Nationalmannschaft. Für den Verein vielleicht nicht so erfreulich, weil wir einen Tag zuvor die Meisterschaft gegen den THW Kiel um 2 Tore verspielt haben. Dennoch für mich ein Riesenerlebnis, weil ich nach 2 Jahren wieder zurück war auf der Platte. Ich hatte 2 Kreuzbandrisse, war 2 Jahre komplett raus aus dem Handball und deswegen immer wieder schön, dieses Foto zu sehen, wo ich hier Stefan Sigurmansson auf dem Arm springe. Seitdem bin ich jetzt auch verletzungsfrei und hoffe, das bleibt noch so ganz lange. Hier haben wir ein Foto aus der SAH-Hochschule Heidelberg. Ich weiß nicht, ob das ein seltenes Bild ist, uns beide da anzutreffen, lernend. Aber Uwe und ich haben am Ende seiner Studienzeit mehr oder weniger alle Kurse zusammen absolviert. Für mich war es der Anfang meines Studiums, für Uwe eher, sage ich mal, das Ende. Wir können ja ihn dann nochmal dazu befragen, aber wir waren da in einem Gruppenraum in der SAH und haben zusammen gelernt. Dazu gibt es auch eine lustige Story. Wir hatten einen Kurs zusammen, Steuer, und waren da eigentlich relativ wenig, weil wir terminlich sehr eingespannt waren. Und einen Tag vor der Prüfung ruft mich Uwe an und sagt, ey Steini, komm schnell in die Uni, wir müssen lernen, wir schreiben das morgen. Ich so, Uwe, ey, wir waren nie in der Uni, wir können das nicht schreiben. Und so, doch, komm. Und dann bin ich in die Uni gefahren, wir haben die ganze Nacht bei ihm auch noch gelernt. Und am nächsten Tag schreiben wir die Klausur. Für ihn hat es gereicht, glaube auch, mit 4-0 und ich bin durchgefallen. Und genau das Gleiche war genau andersrum, wo ich ihn angerufen habe, motivieren musste. Und dann bin ich weitergekommen und er ist leider durchgefallen. Von daher mussten wir uns da immer selber ein bisschen pushen im Studium. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich habe es sogar geschafft, vor ihm den Bachelor zu schaffen. Hier haben wir unseren ersten kleinen Mitbewohner zu Hause. Das ist unser Hund Jasper. Den haben wir letztes Jahr bekommen, im August 2018. Und wir sind wirklich richtig stolz, dass wir ihn haben. Macht riesig Spaß. Und so klein wie auf dem Foto ist er auf jeden Fall nicht mehr. Mittlerweile wiegt er 32 Kilo und zieht mich, glaube ich, durch die ganze Gegend. Aber nein, macht richtig Spaß. Jetzt vor allem, wo es im Sommer schön warm war, konnten wir viel rausgehen und konnten ja, die Bälle durch die Gegend werfen, konnten an den Strand fahren. Er schwimmt richtig gerne und er macht einfach uns beiden, meiner Frau und mir, richtig Spaß. Ja, und deswegen sind wir glücklich, dass er bei uns in der Familie ist. Das war es auch fast schon wieder mit der neuen Ausgabe 7 Meter hier aus Göppingen. Aber bei uns kommt ja bekanntlich das Niedlichste zum Schluss. Und deswegen gibt es jetzt nochmal den Handball-Nachwuchs bei Dingsbums. Euch ganz viel Spaß dabei und hoffentlich bis in 2 Wochen zur neuen Folge 7 Meter. Zum Beispiel, wenn man Beinchen stellt oder halt an Leibchen richtig zieht, dass er halt umfällt. Wenn man einen schubst oder kneift richtig doll. Ja, oder Beinchen schnellt. Stellt, nicht schnellt. Wenn man 2 gelbe Karten bekommt, dann bekommt man das. Oder wenn man halt dem Torwart genau gegen das Gesicht wirft und der halt den Kopf nicht bewegt hat. Geht er halt stinkig auf die Tribüne. Nee, soll ich mal vormachen? Piep! Oh. Piep! Nein, hatten wir ja letztes Jahr in dieses Theater. So gefährlich sind wir noch nicht. Ja, das war die rote Karte, die Disqualifikation, Regel 16-6. Grob regelwidriges Foul führt zur Hinausstellung für den Rest des Spiels. War es über die Maßen grob, kann das auch noch die blaue Karte nach sich ziehen. Das ist die Disqualifikation mit Bericht nach dem Regelwerk. Danach gibt es ein Aussetzen. Dann muss ein Spieler mit Spielsperren für ein oder mehrere Spiele rechnen.
Und dann haben wir noch die gelbe Karte, genau wie im Fußball auch. Das ist die Verwarnung, so nach dem Motto, pass auf, beim nächsten Mal gehst du runter.